Zentralrat der Ex-Muslime sowie die Giordano-Bruno-Stiftung, die Regionalgruppe Köln. Und die erste Rede wird Jamil Meraki halten. Herzlich willkommen. Ich bin natürlich froh, dass ich heute hier bin. Meine Sprachkenntnis gehe ich davon aus, werde ich irgendwie versuchen und keine Probleme dabei zu haben, falls ich manchmal einige Worte nicht finde oder einfachste Worte benutzen kann. Fange ich so an. Ich heiße Jamile Meraki, komme aus dem Iran, aus Provinz Kurdistan. Wenn ich Kurdistan sage, dann hat das automatisch für mich persönlich eine andere Bedeutung oder ich trete direkt in einen anderen Bereich. Natürlich, seit Jahren sind die Islamisten im Iran, die herrschen Islamisten im Iran. Aber im Kurdistan ist was Besonderes und anderes im Vergleich mit Iran. Ich als Frau fange ich so an, habe ich einige Tabus beseitigen musste. Für mich persönlich, allein Frau zu hören, heißt Kampf. Ohne Kampf kann man nicht leben oder kann man nicht wie ein Mensch weiterleben. Ich war sehr jung, vielleicht Grundschulkind noch, dass ich Interesse daran habe oder dass ich gar keine Religion hatte oder Atheist geworden oder in Politik reingekommen bin, kann ich mal sagen, dass ich vielleicht damals Politik noch nicht gut gelernt hatte. Aber ich habe einige Sachen gesehen oder einige Sachen gemerkt. Oder vielleicht für meinem Alter habe ich mehr verstanden und deswegen Interesse in dem Bereich gehabt. Und für mich waren immer mehrere Fragezeichen. Warum ich als Frau das und das und das nicht machen darf oder nicht sagen kann. Das waren die Punkte, die mich in diesem Bereich, da wo ich heute stehe und stolz drauf bin, begleitet hat. Heute ist der 25. November, Tag der Gewalt gegen Frauen. Habe ich mich hingesetzt und ganz kurz was geschrieben. Für mich persönlich ist es sehr, sehr interessant, aber leider, ich habe in einigen Bereichen einige passende Worte nicht dazu gefunden, dass ich jetzt auf Deutsch das, was ich geschrieben habe, vorlese. Aber das, was ich heute Morgen noch gesehen habe, und gehe ich davon aus, viele von Ihnen kennen sich in dem Bereich und ist es nicht unbekannt. Seit der Islamischen Revolution von 1979 werden die iranischen Frauen grausamen Strafen unterworfen und ihrer Grundlegungsrechte beraubt. Entgegen dem Vorsprech des obersten Führer Ayatollah Rouhani Khomeini, dem Initiator der Islamischen Revolution, dass er den Frauen die Freiheit zur Wahl der Kleidung, der Bestätigung und des Lebensstils zugestellt werden, war in eine seiner ersten Befehle, die Frauen unter der Hijab zu zwingen. Make-up wurde verboten und Frauen dürften sich außerhalb des Hauses mit niemandem anderen als mit ihrem Ehemann oder einer Verwandten sehen lassen. Das sind die Teile, die wahrscheinlich sehr oft habt ihr in Nachrichten oder Berichten gelesen oder von einigen anderen Menschen oder besonders Frauen aus dem Iran gehört haben. Und das sind die Beispiele, die ich heute nenne, damit ich vielleicht ein bisschen weiterkomme. Frauen müssen sich für ihre Männer sexuell jederzeit verfügbar halten.
wie gesagt, es gibt jede Menge Punkte, aber eine davon nur als Beispiel. Dann stellen Sie sich mal vor, wie wir damals oder wie Frauen immer noch hier. Was heißt es wir? Bin stolz, dass ich und viele andere Nein dazu gesagt haben. Oder ganz stolz, dass wir den Weg für anderen auch frei gemacht haben, damit sie auch wach werden. Und aus Kurdistan, da wo ich komme, ich musste natürlich bedauerlich oder stolz. Mit 16 musste ich das Land verlassen. Erstmal, ich weiß nicht, was für ein Erbe ist das, dass man als Kind man wird geboren und direkt einen Stempel bekommen als Muslimin. Das hat jede von uns leider gehabt. Und damals so jung, und für mich war immer, natürlich, ich traute mich damals nicht, aber drinnen habe ich immer damit gekämpft. Warum? Ich bin nicht, ich will nicht. Aber ich werde so bezeichnet, dass ich eine Muslimin bin. Und irgendwann mal habe ich klar, laut und deutlich Nein dazu gesagt. Und bin immer noch dabei geblieben. Das war ein Punkt. Und die andere musste ich zu einer Partei. Okay, das war die Entscheidung. Leben oder Tod. Und Jamile mit 16, Mina sagt immer 18, ich weiß. Aber ich war wirklich 16. Ich musste immer zu meinen Kindern auch 18 sagen, damit sie nicht auf die Idee kommen, dass sie frühzeitig an eine Gruppe oder Partei. Und dann musste ich, genau wie letzte Zeit oder neulich, dass Sie davon gehört haben, die Geschichte oder die Berichte über Kobani, die Frauen, was die Frauen gemacht haben, die Samen. Ich habe mit 16 angefangen, wir waren zusammen. Mit 16 angefangen, und das war noch ein Punkt, dass ich keine Religion bin, sondern Atheist, und natürlich zur Waffe greifen, sage ich immer noch. Das heißt nicht, dass ich Menschen töten wollte, niemals. Aber wir mussten, man hatte keine andere Wahl, wenn man mit ISIS begegnet ist. 4 Jahre lang habe ich mitgemacht, und zwar, okay, mit wie alle anderen Menschen, hatte Interesse an einem jungen Mann, dann habe ich auch ein Kind bekommen, das war auch der dritte Tabu. Tabu nach Tabu habe ich die beseitigt. Habe das angefangen und begonnen. Bis eine bestimmte Zeit, ich dachte, vielleicht werde ich von meiner Familie überhaupt nicht anerkannt oder die werden mich nie als Kind akzeptieren, weil ich so viele Tabus gemacht habe. Aber zum Glück leider war das nicht so. Irgendwann mal sind die auch dazugekommen, was heißt dazugekommen, sind sogar, wurde gesagt, dass sie auch stolz sind. Und hoffentlich bin ich immer noch in dem Bereich geblieben. Und noch was ich dazu sagen wollte, heutzutage immer noch, obwohl, wie gesagt, Kurdistan ist, kann man wirklich nicht mit anderen Städten im Iran vergleichen. Wir sind ein bisschen entwickelter in manchen Bereichen oder ein bisschen weiter gegen Islamisten oder gegen iranische Regime. Die haben von vornherein Nein zu Islamisten gesagt. Und auf andere Seite, da sind die Punkte, die vielleicht manche bis jetzt nicht darüber reden wollten oder in Klammern oder ein bisschen anders, damit viele nicht beleidigt werden oder unsere Stolz verletzt wird. Es ist immer noch schwer und immer noch tabu, in diesem Provinz zu Islam oder zu Religion Nein zu sagen. Da sind die Punkte oder Schwierigkeiten, die es heute noch gibt. Und noch was anderes, sehr, sehr wichtig für mich ist,
das Thema Ehrenmord. Das war nach meiner Meinung, Entschuldigung, sorry, wenn ich jetzt so sage, es wird gesagt darüber, aber für mich persönlich nicht genug. Nicht genug oder irgendwie wird zur Seite geschoben, hat mit Religion, hat mit Kultur zu tun. Nein, tut mir leid. Natürlich, Religion und Religion, Kultur und die Herrschaften gemeinsam, helfen damit, der Mann einfacher und als wäre egal oder erlaubt ist, sowas zu machen. Muss ich sagen, statistisch gesehen, so wie ich gehört habe oder manchmal gelesen habe, Ehrenmorde im kurdischen Gebiet ist momentan die höchste Stufe. Leider, muss ich mal sagen. Das heißt nicht, dass in Deutschland sowas nicht passierte. Natürlich, ich habe heute Morgen nachgeschaut, habe sogar fotografiert, wahrscheinlich haben wir nicht so viel Zeit. Hier gibt es auch, aber hier angeblich gibt es auch Gesetze dagegen, auch wenn manchmal nutzt nicht. Um ehrlich zu sein, ich kenne Leute, dass sie ständig bedroht werden. Und gibt es Gesetze dazu? Es ist noch nicht so weit. Was heißt es noch nicht so weit? Erst wenn derjenige stirbt, ja, wenn derjenige hingerichtet wird, danke schön, dann brauche ich nicht mehr. Es ist viel zu spät. So. Jede dritte Frau hier in Deutschland ist von körperlicher und sexueller Gewalt betroffen. 25% erleben Übergriff in der Partnerschaft. Das ist auch für mich persönlich furchtbar schrecklich. Aber stellen Sie sich mal vor, in Provinz Kurdistan sind die Zahlen viel, viel höher. Leider. Jede Menge zu sagen, aber ich glaube, entweder bin ich noch nicht richtig aufgetaucht, dann komme ich noch nicht dazu, aber momentan für jetzt, würde ich mal sagen, von meiner Seite reicht, hoffentlich habe ich was weiterleiten könnte oder mit zumindest einen kleinen Teil über die Situation oder über woher ich komme oder wie die Frauen oder wie die Menschen überhaupt da leben. Danke, dass Sie zuhören. Hallo, meine Damen und Herren. Ich heiße Rana. Ich komme aus Saudi-Arabien. Ich bin für ein Jahr aus Saudi-Arabien geflüchtet. Sorry. Ich und Frau Mishniu auf Wurud Zuhair, die aus Karbala, einen fundamentalist Schia-Staat, gefahren ist. Sie ist ein Dia-Stickchen Frau, die ich jemals getroffen habe. Willkommen, Wurud. Jetzt wird Wurud etwas verlesen auf Englisch, deswegen werde ich jetzt Übersetzung hier dazu machen. Good afternoon. Today I will speak to you about the severing of female in Islamic countries. Religious communities, hypocrisy, violence, sex crimes, and murder are increasing and have become normalized. If a male and female are left alone, the woman is at the mercy of the man. The isolation of males and females in our daily lives makes men behave like mad dogs. Guten Tag. Ich werde Ihnen über das Leid der Frauen von Frauen in islamischen Ländern erzählen. In den Religionsgemeinschaften nehmen Heuchelei, Gewalt, Sexualverbrechen und Mord zu. Und das wird zum Normalzustand.
Wenn ein Mann eine Frau allein gelassen und eine Frau allein gelassen werden, ist die Frau der Gnade des Mannes ausgeliefert. Durch die Isolierung von Männern und Frauen in unserem Alltag verhalten sich Männer wie ihre Hunde. They harass, beat and rape women, even family members, and they are justifying according to their religion and the law. There is no balance in our social nature. Just because you were born with two testicles, there is no dust on you. Your misogynistic religion releases you from slavery. Sie belästigen, schlagen und vergewaltigen Frauen, sogar ihre Familienmitglieder. Und dies ist durch die Religion und das Gesetz gerechtfertigt. Es gibt kein Gleichgewicht in unserer sozialen Natur. Nur weil sie mit zwei Hoden geboren wurden, sind sie sauber. Ihre frauenfeindliche Religion erhebt sie über die Sklaverei. I want to mention for those who limiting women's capabilities and describe them by lacking in brains, do not forget that your prophets, clerics, imams and the grace did not come down from heaven, but came out from women's vagina. Fortunately for females in Islamic countries, their vagina are not only for sex, but also for producing children. Otherwise, the Muslim parents would cut it, sew it up, and engraved on the door, here was a thing of shame that has been eradicated by God willing. Ich möchte euch, die Frauen unterdrücken und meinen, diese hätten kein Gehirn, daran erinnern, dass eure Propheten, Kleriker, Imame und Herrscher nicht vom Himmel herabkamen, sondern aus dem Schoß einer Frau geboren wurden. Glücklicherweise stehen in islamischen Ländern die Vaginen der Frauen nicht nur für Sex zur Verfügung, sondern auch für die Produktion von Kindern. Sonst würden ihre muslimischen Eltern sie ausschneiden, zusammennähen und an die Tür heften. Hier war eine Schande, eine Sache der Schande, die mit Willen Gottes entfernt wurde. The men in the family control every aspect of women's life. Even if the male younger than you, adult women are treated as minors. Women do not have the right to make decisions about their own lives and are considered property of the family and the religious community. Die Männer in der Familie kontrollieren jeden Aspekt im Leben einer Frau, auch wenn der Mann jünger ist als sie. Erwachsene Frauen werden wie Minderjährige behandelt. Frauen haben nicht das Recht, Entscheidungen über ihr eigenes Leben zu treffen und gelten als Eigentum der Familie und der religiösen Gemeinschaft. Male relatives have the duty to protect a female chastity, because Islam teaches that women are filthy without the ability to make moral judgments. Her virginity is fundamental to the family's honor, ethics, strength and structure. Männliche Verwandte haben die Pflicht, die Keuschheit einer Frau zu schützen. Weil der Islam lehrt, dass Frauen Huren sind, ohne die Fähigkeit, moralische Urteile zu fällen. Ihre Jungfräulichkeit ist fundamental für die Ehre, Sittlichkeit und Stärke und Struktur der Familie. The failure of a woman to remain chaste, even in the case of rape, is a social catastrophe of the higher order and brings shame on the entire family. With their twisted logic, if a woman is raped, they will not punish the offender, but will instead kill the victim to wash away the shame she has brought on the family. Gelingt es einer Frau nicht, keusch zu bleiben, auch im Falle einer Vergewaltigung, ist dies eine soziale Katastrophe der höchsten Ordnung und bringt Schande über die ganze Familie. Mit ihrer verdrehten Logik bei der Vergewaltigung einer Frau werden sie nicht den Täter bestrafen, sondern stattdessen das Opfer töten, um die Schande, die sie über die Familie gebracht hat, abzuwaschen. The notion of honor includes alleged or suspect sexual transgression. The desire of women to choose a marriage partner of their own or to seek divorce. This shame gives the man a license to kill. Der Begriff der Ehre beinhaltet die angebliche oder vermutete sexuelle Übertretung. Also den Wunsch der Frau, sich einen Ehepartner selbst zu wählen oder die Scheidung anzustreben. Diese Schande gibt dem Mann jedes Recht, sie zu töten. In countries such as Iraq, Saudi Arabia and Jordan, women are being sentenced to death by their male relatives in family courts to restore their honor. With the influence of Muslim migrants, incidents of these crimes are steadily on the rise in Europe and even in North America. There is no law to protect us from this masculine power based on Islamic law,
which incites violent crimes of honor and shame. In Ländern wie dem Irak, Saudi-Arabien oder Jordanien werden Frauen von ihren männlichen Verwandten in Familiengerichten zum Tode verurteilt, um die Ehre wiederherzustellen. Mit dem Zustrom muslimischer Migranten steigen die Vorfälle derartiger Verbrechen auch in Europa und Nordamerika kontinuierlich an. Es gibt kein Gesetz, um uns vor dieser maskulinen Herrschaft zu schützen, welche auf dem islamischen Recht beruht, das zu den gewalttätigen Verbrechen um der Ehre und Schande willen aufruft. Most women do not survive this violence, but I did. Yes, I am the survivor of an attempted honor killing, and today I speak for those who cannot speak for themselves. Die meisten Frauen überleben diese Gewalt nicht, aber ich habe überlebt. Ja, ich bin eine Überlebende eines versuchten Ehrenmordes. Und heute spreche ich für diejenigen, die für sich selbst nicht sprechen können. I was screaming loudly with all my voice, but no one would respond. He continued to beat me until I could no longer feel anything. I lost consciousness during the beating. And when I woke up, I found my face swollen, lips bleeding, and I felt a burning pain like a fire in my back. Ich schrie so laut. Ich schrie so laut, wie es meine Stimme nur hergab, aber niemand reagierte. Sie schlugen mich weiter, bis ich nichts mehr fühlen konnte. Ich verlor dabei das Bewusstsein und als ich aufwachte, fand ich mein Gesicht geschwollen, meine Lippen bluteten und ich fühlte einen brennenden Schmerz wie Feuer in meinem Rücken. There was a woman, one of our neighbor, who heard me. She didn't come to help me, but came to tell me to lower my voice. The woman didn't care what had happened to me, but was more concerned that the next time he hit me, I didn't scream, which would seduce any man around me. Es gab eine Frau aus unserer Nachbarschaft, die mich schreien hörte. Doch sie kam nicht, um mir zu helfen, sondern um mir zu sagen, ich solle meine Stimme senken. Die Frau kümmerte nicht, was mit mir geschah, sondern sie war eher besorgt, dass das nächste Mal, wenn er zuschlug, mein Schreien jeden Mann in der Umgebung um mich herum verführen würde. Despite my injury and any attempt by my family, society and religion to destroy my life, I was determined to taste freedom and chose to escape that hell land. So I made the 8,300 kilometer journey to find it. I am the girl everyone expects to die along the way, but I finally arrived in the country that would ensure my freedom. Trotz meiner Verletzungen und den Versuchen meiner Familie, der Gesellschaft und der Religion, mein Leben zu zerstören, war ich entschlossen, die Freiheit zu suchen, und so entschied ich mich, aus diesem Land der Hölle zu fliehen. Also machte ich mich auf die 8.300 Kilometer lange Reise auf, um sie zu finden. Ich bin das Mädchen, von dem jeder erwartet hatte, auf diesem Weg zu sterben, aber ich kam endlich in dem Land an, das meine Freiheit sichern würde. I'm not just a rebellious girl from Iraq. I'm a girl who escaped the bondage of this religious society, like many girls in the Muslim community hope to do. Ich bin nicht nur ein rebellisches Mädchen aus dem Irak. Ich bin ein Mädchen, das der Knechtschaft dieser religiösen Gemeinschaft entkommen ist, so wie es viele Mädchen in muslimischen Gemeinschaften erhoffen. Ayan Hirsi Ali once said, "There are times when silence becomes an accomplice to injustice. Effective change requires a strong institutional framework and national bodies that have the power to take action. We must contact world leaders and pressure them to adopt law works and make sure those laws are understood and implemented. This will take a coordinated effort and require us to work together. Let us work together to end this injustice." Ayan Hirsi Ali sagte einmal, manche Dinge müssen gesagt werden und es gibt Zeiten, in denen Schweigen zum Komplizen der Ungerechtigkeit wird. Wirksamer Wandel erfordert einen starken institutionellen Rahmen und nationale Gremien, die die Macht haben, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Wir müssen uns an die führenden Politiker der Welt wenden und sie dazu bringen, Gesetze zu erlassen und dafür zu sorgen, dass diese Gesetze verstanden und eingehalten werden. Dies wird eine koordinierte Anstrengung und Zusammenarbeit erfordern. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um diese Gerechtigkeit zu beenden. Ich bedanke mich sehr viel. Also diese Veranstaltung haben wir, Zentrale der Ex-Muslime mit Giordano Bruno Stiftung Köln, organisiert. Das ist eine wichtige Veranstaltung für mich, weil Wurud kommt aus Kerbala. Und das ist sehr wichtig. Kerbala ist Herz vom Islam irgendwie. Und sie ist eine Frau. Haben Sie etwas gehört, was sie gemacht hat und wie sie rebellisch gegen Tradition, Kultur, Islam und Gesetze? Also sie hat schon bis jetzt sehr viel gelitten, aber auf meine Sicht, sie ist ein Heldin aus Kerbala. Wir haben diese Veranstaltung organisiert, weil Rana kommt aus Mekka. Das ist auch für uns sehr wichtig. Mekka und Kerbala, also als Kind habe ich immer wieder diese zwei Namen gehört. Und für uns, die Millionen Menschen aus sogenannten islamischen Ländern, Mekka und Kerbala sind sehr wichtig. Und ich bin stolz, die Frauen, die rebellischen Frauen aus Mekka und Kerbala haben gesagt, nein zu Scharia. Nein zu frauenfeindlichen Gesetzen, nein zu Traditionen, die erklärt, Frau ist gar nichts. Und ich finde, das ist eine Revolution in sogenannten islamischen Ländern. Und ich möchte, dass wir eine Minute klatschen für die Frauen, die aus Mekka und Kerbala Revolution angefangen haben. Und die sind nicht wenig, diese Frauen. Jamila aus Kurdistan und Millionen Frauen aus sogenannten islamischen Ländern. Schon seit 40 Jahren, wir haben nicht nur mit Tradition zu tun, nicht nur mit Religion, mit Islam als eine Religion, sondern wir haben zu tun mit einer politischen Bewegung, die diese Tradition als Gesetz genannt hat und mit Gewalt durchgesetzt hat. Die Frauen aus sogenannten islamischen Ländern, sie können schon erklären, zu Hause haben wir Probleme, natürlich. Aber wenn Wurud oder Rana oder auch Jamila erklären könnte, heute auch kann man schon noch mehr darüber reden, wenn wir auf die Straße gegangen waren, wir haben Probleme mit Revolutionwächter oder Pastoran oder ich weiß nicht, Polizei. In Saudi-Arabien, in Kerbala und auch im Iran und andere Länder. Das heißt, wir kämpfen gegen Tradition, gegen Kultur, gegen diese islamischen Gesetze und auch gegen islamische Regierungen. Ich möchte hier meinen Appell an Feministinnen, Menschenrechtsorganisationen und Frauenrechtsorganisationen in europäischen Ländern sprechen. Wenn wir als eine Frau wollten in unseren Ländern nur leben, nur lachen, nur auf die Straße gehen, nur mit jemand schlafen, die wir möchten, das war verboten. Und besonders schon seit 40 Jahren, unsere Körper, unsere Gefühle, unsere Lachen, unsere auf die Straße gehen, ist schon im Zentrum von Politik. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, sehr viele Feministinnen haben nie und nie verstanden, über was reden wir. Wenn ich möchte lachen, das ist verboten und das ist eine politische Arbeit, was ich mache. Ich habe Kontakt mit mehreren Ärztinnen in sogenannten islamischen Ländern, die gesagt haben, wenn ich laut rede, das ist nicht möglich. Wenn ich arbeite, ich darf nicht lachen.
Und das war, wenn vorher, als Tradition, jetzt ist angesetzt. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Jede Frau, die in Mekka oder Karbala möchte nur einfach leben, macht eine Politik gegen diese Machthaber. Und das ist gefährlich. Und ich möchte hier in Deutschland alle verstehen, das ist nicht Kultur. Das ist Frauenrechtsverletzung und enorme Frauenrechtsverletzung. Bitte, bitte sagen Sie nicht uns, man muss ein bisschen Toleranz haben. Bitte gucken Sie unsere Lebensgeschichte an und verstehen Sie, wieso rebellische Frauen gehen auf die Straße und möchten etwas ändern. Wir möchten besseres Leben. Wir möchten als Frau anerkannt werden. Wir möchten mit jemandem schlafen, was wir möchten, nicht Männer oder Vater oder die anderen, also muskuläre Familienmitglieder. Wir möchten über unser Leben selbst entscheiden. Und wir brauchen Solidarität. Wir möchten gar keine Islamwissenschaftlerin, die erklärt, Frau Wurud, das ist auch nicht so schlimm, was Sie erklären. Man kann Islam ein bisschen reformisieren. Man kann eine andere Interpretation haben. Ich verstehe schon, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Aber erster Punkt ist das, alle müssen anerkennen, Frauen sind Menschen, gleich so wie Männer. Frauenrechte sind universale Rechte. Und jede Frau darf und sollte Möglichkeit haben, besseres Leben haben. Und wenn eine Tradition, eine Kultur, eine Religion oder eine Regierung sagt nein, dann wir müssen alle auf die Straße gehen. Ich verlange von Feministinnen, von Frauenrechtlerinnen in Deutschland, dass mit uns auf die Straße kommen und auch nicht in Deutschland akzeptieren, Frauenrechtsverletzung in deutsche Familie und auch in sogenannte muslimische Familie. Also, ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Wir machen weiter, wenn jemand Frage hat von Rana, Jamile, Burud oder ich. Wir antworten, aber ich denke, diese Veranstaltung für mich ist eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung. Weil Burud, Rana, Jamile haben hier gesprochen, weil wir möchten als Frauen unser Gesicht zeigen. Wir sind nicht Opfer. Wir kämpfen und dieser Kampf ist sehr, sehr wichtig, sehr gefährlich, aber sehr notwendig. Dankeschön. Ich bedanke mich sehr viel, dass Sie hier waren von Giordano Bruno Stiftung und Zentrale der Ex-Muslime. Wir sind sehr glücklich über diese Veranstaltung. Ich finde das sehr, sehr wichtig und ich hoffe, machen wir weiter. Laden Sie uns ein. Kann man auch Rede halten über Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien, Irak und auch diese Problematik. Das ist sehr gut und ich bedanke mich, dass die Damen hier waren. Dankeschön.